Dafür gibt es keine empirische Grundlage. Dani war hier. Allein. Keine Spuren von anderen. Wohin ging sie danach?
Wenig Gepäck. Rationen. Ein schwacher Geruch, aber wahrnehmbar. Also gut, wie viel hat Jin dir erzählt? Er meinte, er hätte etwas Falsches angesprochen. Ja, genau. Völlig unpassender Zeitpunkt. Er möchte eine Familie gründen. Eure Rückkehr gab Jin Hoffnung. Doch ich konnte nur sehen, was sie euch angetan hatten. Was sie uns antun werden. Bist du deshalb hier draußen? Ja. Ich komme viel herum. Finde günstige Stellungen. Identifiziere mögliche Ziele. Ich versuche, uns zu beschützen, falls das möglich ist. Viele hier haben keine Ahnung, wie schlimm es werden kann. Ich schon. Frag die gefangenen Tiere. Ich konnte sie nicht schmerzlos befreien. Wo waren sie? Nordwestlich vom HQ. Wenn ich nur mehr tun könnte. Ich mach das schon.
Ja! Danny, die Wildtiere sind sicher. Gut. Gut, dass wir uns trafen. Unser Gespräch erinnert mich daran, dass ich schon lange mit niemandem darüber gesprochen habe. Oder über etwas anderes. Bin im Hauptquartier, am Eingang. Reden wir... Ich treffe dich da.
zu entsichern. Du bist zurück. Nur kurz? Oder... Habe ich eine Wahl? Ich sorge für unsere Sicherheit. Und die meines Mannes. Vielleicht solltest du mit ihm reden. Dich aussprechen. Er scheint dich sehr zu lieben. Jin trägt so viel Liebe in sich. Es wäre egoistisch, das an mich zu raffen. Natürlich will er eine Familie. Auf der Erde... wuchs ich in einer harten Gegend auf. Regiert von Leuten wie Mercer. Ich werde nie den Blick meiner Eltern vergessen. Voll Wärme und Angst, dass sie mich nicht beschützen können. Das Tier, das du befreit hast, wird diese Gefühle auch irgendwann erfahren. So weit denkt es wahrscheinlich nicht. Es liegt in seiner Natur, Nachkommen zu zeugen und zu beschützen. Wie bei allen Eltern, denke ich. Ja, dumme Instinkte und Liebe. Jin glaubt an mich. Er liebt mich zu sehr. Ich habe Angst. Wie soll ich es ihm sagen? Ich muss mit ihm reden. Überall Daten, Daten und keine Zeit zum Nachdenken.